Moin, hier ist Gambitspieler und ich begrüße euch zu einer kleinen Partieanalyse von einer meiner Partien aus dem realen Turnierbetrieb. Bedenkzeit ist hier 40 Züge, dafür habe ich 90 Minuten Zeit und wenn man diese 40 Züge schafft, kriegt man nochmal 30 Minuten extra für den Rest der Partie. Wie ihr seht, nur 20 Züge hat es gedauert. Dann könnte man natürlich meinen, warum macht man davon eine Analyse? Besonders wenn man sieht, dass ich favorisiert bin. Wahrscheinlichkeit von 70%, dass ich gewinne. Ganz einfach, ich denke, da gab es sehr viel Potenzial, um mal zu zeigen, was man für Möglichkeiten hat oder wie man besser spielen könnte und spielerischen Aufbau. Aber kommen wir zur Partie. Wir fangen mit dem ganz normalen Sizi an, naja, aus meiner Sicht normalen, denn G6 kommt relativ selten vor, der hyperbeschleunigte Drache. D4, alles noch nach meinem Plan, Geschmack, hier kann Schwarz verschiedene Varianten spielen, Springer C6 ist möglich, Springer G6, ich entscheide mich hier für Läufer G7, weiß ich nicht, Geschmackssache, auf jeden Fall dachte ich hier, okay, kommen wir zum normalen Sizi. Dachte ich. Dann kam C4. Der berühmte Marozzi-Aufbau, den ich nicht mag. Aber man muss dadurch. Es gibt keine Eröffnung, wo man sagen würde, ja, ich mag jede Variante. Gut, Marozzi, Springer C6. Es gibt ja genug Varianten. Hier rechnete ich übrigens mit Läufer E3, also der normale Aufbau. Aber es kam Springer C2. Da musste ich wirklich mal überlegen. Dieser Aufbau kenne ich relativ selten, weil viele halt wirklich Läufer E3 spielen. Okay, Springer C2 muss man mitleben. Ich da ging dabei davon aus, okay, ich baue mich nochmal auf. Kann ja nichts schaden. Springer F6 und die Roche zu rochieren. Dann kam F3. Gut, kann man natürlich auch spielen, aber schauen wir uns doch mal an. Ich habe schon 3 Figuren entwickelt und Weiß eine. Weiß hat eigentlich den Vorteil des Anzuges, aber trotzdem habe ich mehr Figuren entwickelt und Weiß hat diesen weißfettigen Läufer, der aktuell nicht so besonders stark ist. Also Ausgleich habe ich hier mindestens, bin sogar leicht besser, halt wegen dem Entwicklungsvorteil. Rochade! 4 Figuren im Spiel, mehr oder weniger. Jetzt kommt Weiß mit Springer C3 und ich mit D6 zum normalen Aufbau. Läufer E3. Jetzt habe ich auch wieder Möglichkeiten, verschiedene Varianten. Ich entschied mich, normalerweise spiele ich ja Läufer D7, hier für Läufer E6. Ziel war einfach mal, guck dir mal an, was du gegen C4 machen möchtest. Zu dem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob ich Springer A5 oder über Springer E5 den auch nochmal angreife. Müsste man einfach sehen, wie das da geht. Das war so zu dem Zeitpunkt meine Idee, einfach mal so zu gucken, was spielt er dagegen. Die Diagonale des schwarzfeldigen Läufers war dabei auch noch so meine Grundidee dabei. Gut, Dame D2. Oha. Er möchte wohl gerne meinen schwarzfeldrigen Läufer abtauschen. Gut, muss ich wohl mitleben. Aber ich denke erstmal, bevor ich da jetzt weiter angreife, denn diese Drohung musste ich einfach akzeptieren. Aber ich denke mal, der Springer hier auf C6 steht gut, weil er Felder D4 und B4 unter Kontrolle hält. Nur mein Springer auf F6 blockiert die schöne Diagonale, also Springer D7. Jetzt kommt Weiß, entwickelt sich weiter, Läufer E2. Jetzt hat Weiß auch seine Figuren im Spiel, alle 4. Ein Zug später als ich und ich habe schon die Rochade. Weiß noch nicht. Jetzt kommt Springer DE5. Und Weiß spielte so, wie es erwartet hatte, schon fast Springer D5. Er musste ja irgendwas für seinen C4-Bauern machen. Und nun kam ein Zug, den ich eher bis jetzt noch nie gespielt hatte. Hatte ich im Internet mal gesehen,
so ein Spiel. Dachte ich mir, okay. Was ich bisher ja gespielt hatte, war eher so ein Angriff am Damenflügel. Sehr zähflüssig. Dann habe ich gesehen eine Partie mit F5, frühem F5. Und zwar, es kam da gut ins Spiel. Warum nicht mal ausprobieren? Zumal jetzt die Möglichkeit bestand, wenn Weiß nicht wieder nimmt, die Bauern zu vereinzeln auf E4 bzw. C4. Ich hatte zu dem Zeitpunkt übrigens jetzt mit einer Rochade gerechnet. Einfach solide, ich nehme raus, er nimmt raus und ich komme mit Dame D7. Zu dem Zeitpunkt wirklich dachte ich, okay, wenn das so kommen sollte, stehe ich gut, weil die Bauern hier nicht gerade die stärksten sind und er auch noch verteidigt werden muss. Es kam nicht so. Es kam nicht so, was mich überrascht hatte. Übrigens, falls ihr denkt, dass das Rausnehmen in Ordnung ist, das hätte mir auch keine Sorgen gemacht. Läufer schlägt F5 und jetzt habe ich hier zwei ganz gemein gefährliche Diagonalen. Ups, das möchte Weiß natürlich nicht unbedingt haben. Selbst wenn er rochiert, kann ich dann durch Gegenspiel mit E6 zum Beispiel Weiß wieder zurücktreiben und die Diagonalen ausnutzen. G4 ist übrigens keine gute Idee. Ich tausche einfach raus. Und Schwarz hat hier sehr viele Löcher, wie ihr seht, die ich mit Läufer D4 ausnutzen würde. Kurz abschalten. Ihr seht hier Schwarz, starken postierten Springer. Weiß hat hier viele Löcher. Selbst wenn Weiß diesen Bauern nimmt, nicht zu empfehlen, weil Schwarz einfach sehr Initiative hat. Gut, kam alles nicht so. Weiß spielt Springer D4. Er zwingt mich praktisch, ihn zu nehmen. Okay, überlegen wir mal Folgendes. Weiß spielte Springer C2 im sechsten Zug. Und jetzt spielt er wieder Springer D4. Fällt euch was auf? Ein Zug, zwei Züge. Weiß gab mir praktisch zwei Züge. Er hätte in diesen zwei Zügen, wo er hin und her gesprungen ist, was anderes machen können. Rochieren oder selbst vielleicht am Damenflügel angreifen. Aber er ist praktisch nur hin und her gegangen. Sollte man also vielleicht doch mal überlegen, ob dieser Zug wirklich gut war. Denn ich nehme ihn raus jetzt. Hätte ich früher oder später wahrscheinlich sowieso gemacht. Nur mit zwei Zügen weniger auf dem Konto. Ich nehme natürlich Läufer D4. Und nun kommt einfach FE4. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wieder schwache Bauern. Den kann er zwar verteidigen mit B3, aber besonders der E4, dachte ich so, falls es im Endspiel kommt, dürfte der E4-Bauern doch ein kleiner Knickpunkt sein, wo ich angreifen kann. Gleichzeitig hat Weiß nicht wirklich mehr eine kurze Rochade. Und die lange Rochade wird durch die Diagonale und durch die auch halboffene Linie auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Also, ich fühlte mich hier schon sehr wohl. Aber erstmal wollte ich den Angriff da auf die F-Linie nutzen. Wenn ich die F-Linie schon öffne, dann möchte ich die auch nutzen. Weiß jetzt Turm C1. Ich war ein bisschen überrascht dafür rüber, weil ich dachte ehrlich gesagt, Weiß wird jetzt lang rochieren. Der König in der Mitte lassen? Okay. Die Idee dahinter kann ich gut verstehen. Weiß wollte wahrscheinlich irgendwie versuchen, mit C5 durchzudrücken, beziehungsweise aus der Diagonalen weg. Aber ich dachte mir, okay, wenn er das macht, Turm C8, wir greifen mal kurz diesen schönen C4-Bauern an. Läufer A7 funktioniert übrigens nicht, wegen Läufer D5, ED5. CD5-Schlick geht natürlich gar nicht, weil ich einfach den Bauern den Turm schlage. Dame schlägt Dame A5 Schach und der Läufer fällt auf A7. Und nach ED5 kommt Läufer H6, wobei ich zugeben muss, ich hatte bei dieser Variante mit B6 eingerechnet. Dame E3 hätte ich im Vorfeld nicht gesehen gehabt. Vielleicht in der Partie später.
kam ja nicht gleich für A7. Auf jeden Fall hätte Weiß nicht den nehmen dürfen, weil Dame A5, B4, der beste Zug noch, weil er dann noch die Dame ein bisschen im Angriffsverhältnis und diese schwache und diese Diagonale blockieren kann mit C5 zum Beispiel. Dame D2 kann er natürlich auch spielen. Auf jeden Fall, Weiß hat hier Probleme. Diagonale, offene Linie, schwacher König. Er hat einen Bauern mehr. Stellt sich nur die Frage, ist es das wert? Ich denke nein. Und Fritz übrigens auch nicht. Aber kommen wir zur Partie. Weiß spielt jetzt B3. Ihn erstmal stabilisieren. Ergibt jetzt auch Sinn, jetzt wo der Turm nicht mehr auf A1 steht, kann natürlich auch B3 spielen. In diesem Augenblick denke ich mir, okay, jetzt ist mir das zu riskant, den Bauern auf A7 zu geben. Ich spiele erstmal B6. Kann man wahrscheinlich noch was Besseres spielen, aber B6 macht nichts kaputt. Weiß jetzt Turm F1. Und nun kommt es zu einer zweiten Phase. Ich habe echt überlegt, ob ich den rausnehme. Turm F1. Aber nach König F1, Dame F8, König G1, steht der weiße König plötzlich sicher. Und ich habe nichts gewonnen. Also, ich möchte den König natürlich in der Mitte halten. Spiele ich Dame F8. Kleiner Nebeneffekt. Es droht Läufer H6. Mit diesem netten Spieß. Weiß sieht das. Denkt sich wohl, okay, wir tauschen den Turm ab. Ist in Ordnung. Dame F7. Und nun dachte ich, okay, ich stehe gut. Es wird aber wahrscheinlich ein sehr langes Endspiel werden. Aber da machte Weiß einen Fehler, was mich überrascht hatte. Dame F4. Ihr seht es wahrscheinlich schon. Läufer D5 und ich gewinne die Figur. Mein Gegner gibt dann auch auf. Das war überraschend. Ich hatte nichts dagegen. Aber es war natürlich schade. In der späteren kurzen Nachspielanalyse hatten wir so gesagt, so Turm C3 war die Idee. Ich hätte dann Turm F8 gespielt. Wie gesagt, Angriff auf der F-Linie. Ich drohe ja nebenbei nicht ganz ungefährlich matt eventuell, wenn es dumm läuft. Läufer F3 war dann die Idee meines Gegners. Läufer G4 meinerseits. Und wir hätten das so nachgespielt, hätte er H3 gespielt. Bringt nicht wirklich was. Springer F3. Bauer schlägt. Ich schlage. Und ihr seht schon, der H3-Bauer schwach. Und ich habe einen Bauern mehr. Turm F3 funktioniert übrigens nicht. Dame F3. Springer SE7. König F7. Hatte ich übrigens in der Analyse nicht gesehen. Habe ich gesagt, das kann man nicht spielen. Gut, man kann sich auch irren. Fritz sagte mir, das ist spielbar. Wenn der Läufer jetzt so schlägt. Aber selbst wenn es nicht diese Abfolge kommt, hat Weiß jetzt Riesenprobleme. Bauern hängen. Und ich drohe immer mal wieder so ein nettes, kleines Matt auf F1. Gut. Aber ihr seht schon, auch ohne diesen Fehler Dame F4 stand ich schon recht gut. Fritz hat es mir auch bestätigt. Und man sieht auch wieder, wenn man nicht rochiert, verliert man in der Regel. Und Weiß hat er halt zu diesem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo Weiß eigentlich Entwicklungsvorteil haben sollte, nur eine Figur entwickelt. Ich zum 4. Das war der entscheidende Punkt, denke ich mal. Hatte hier so einen Ausgleich. Und das war der Punkt, der zum Sieg eigentlich die Einleitung brachte. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß und auch was gelernt dabei. Und bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Gambit-Spieler.